Das folgende Video ist eine nicht kommerzielle Fanparodie. Alle Rechte der Dragon Ball Serien liegen bei Funimation, Toei Animation, Shueisha, Bird Studios und Akira Toriyama. Bitte unterstützt die offiziellen Veröffentlichungen! Das hier ist ein heiliges Schlachtfeld meines Volkes. Wir sind über eine Stunde für das hier geflogen? Es sieht genauso aus wie der Rest auf diesem gottverlassenen Planeten. Ha, Rassist. Tja, vielleicht hast du recht, aber ich kann mich nicht rassistisch gegenüber einem Volk verhalten, das nicht existiert. Wie die Claw Force. Dreckige, geldgeile Claw Force. Haben versucht, mir mein Geld abzuklorfen. Hab diese kleinen Bastarde in die Luft gejagt, so sieht's aus. Oh, das tut mir leid, ich wusste nicht, dass wir schon anfangen. Hier, wenn du erlaubst. Sieht aus, als würde das jemand vermissen. Nein, nicht wirklich. Oh, das sieht aus, als würde es sehr wehtun. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Gut zu wissen. Joink. Also, was genau ist das? Das ist eine Regenerationsmaschine. Sie wird diesem Idioten helfen, wieder zu Kräften zu kommen. Die Blasen kitzeln. Au, es tut weh zu lachen. Au. 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 Wird allerdings eine Weile dauern. Das ist das einzige Modell auf diesem Schiff. Und dazu auch noch ein altes. Was ist mit dem neueren passiert? Hab das Scheißding hochgejagt. Wieso? Hatte es eine eigene Meinung? Kannst mich mal. Und nun, ihr beide... aussehen. Ich hab Kampfanzüge für euch. Weniger seltsam. Weißt du, Son Gohan? Mir ist da was aufgefallen. Was denn, Krillin? Wir sind doch noch auf Namek. Was meinst du? Nun, ich meine, es fühlt sich so an, als wären wir hier schon fast ein ganzes Jahr. Aber wir sind hier erst seit 6 Tagen. Ja, ich weiß! Hey, so nebenbei. Sehe ich nicht aus wie der Kerl, mit dem Vegeta auf der Erde gelandet ist? Wie hieß der noch gleich? Hey, Vegeta! Wie hieß der Typ nochmal? Vegeta? 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 Gottverdammt nochmal Nappa. Oh, richtig! Der gute alte Gottverdammt nochmal Nappa. Krillin, wir sollten uns vielleicht eher darauf konzentrieren, einen Weg zu finden, wie man die Dragon Balls benutzt. Nun, wir könnten Little Green fragen, aber... Aber was? Das ist ein sehr langer Flug. Krillin... Außerdem spüre ich eine gewisse Anspannung zwischen uns. Krillin! Okay, okay, ich gehe und hol ihn. Genießt eure Zweisamkeit. Versuch dich nicht umbringen zu lassen. Gott bewahre, dass du mich glücklich machst. Weißt du, du siehst so aus, als wärst du schlecht drauf. Mach doch Nickerchen. Vielleicht solltest du. Eigentlich klingt das ganz gut. Du hältst hier draußen Wache. Geh nicht zu weit weg. Ich mag meine menschlichen Schutzschilde in Kugelabfangreichweite. Ich dachte, Kugeln können dich nicht verletzen. Halt's Maul, ich bin müde. Au. 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 Shangoku, bist du da? Oh, hey, Meister Kaio. Ich bin in einem Heilungstank. Das habe ich gemerkt. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Was zur Hölle? Nun, als ich endlich gelandet bin, habe ich ein paar sehr merkwürdige Leute getroffen. Einer war wirklich groß und muskulös. Er war einfach zu besiegen. Dann haben mich die anderen 2 zu 2 drangenommen. Der eine hat sogar richtig hart den Rücken bekommen. Der andere Typ war irgendwie nicht so interessiert. Also ist er weggeflogen und hat diesen Hörnigen geholt. Oh my. Wer war das, Meister Kaio? George Takei. Irgendwie hat er das hier zu einem Dreier gemacht. Oh my. Dreier! Telefonat! Was meinst du, wie viele Arme haben wir schon? Ich glaube, es sind 24. Sag mir, hast du jemals vom Planeten Vegeta gehört? Nein. Lustig. Genau die gleiche Antwort erwarte ich von der nächsten Person, die ich treffe, wenn ich ihn nach Namek frage. Oh, war das deine Nase? Das war deine Nase. Weißt du, ich habe hier wirklich die schlechtere Erfahrung. Es passiert nicht oft, dass ich mir mit solch niederer Arbeit die Hände schmutzig mache. Allerdings gibt es mir auch ein sehr angenehmes Gefühl, wenn ich es auch mal selbst tue. Es ist schon irgendwie lustig, nicht wahr? Also eigentlich lache ich irgendwas ganz anderem. Was? Die Erdlinge haben das Passwort. Was? Erinnerst du dich an den kleinen Namekianer, der an dir vorbeigeflogen ist? Der ist auf dem Weg zu den Menschen mit dem Passwort.
Mittlerweile müsste er also da sein und sie beschwören wahrscheinlich gleich den Drachen. Ja, dein größter Fehler war es also, ihn nicht aufzuhalten. Das und dieser Lippenstift. Ich werde dich verfickt nochmal umbringen. Was auch immer. Wieso kann ich die Genius nicht orten? Oh, sie sind tot. Warum sind sie tot? Bleib sofort stehen, namekianischer Abschaum! Ah! Du solltest den Ausdruck in deinem Gesicht sehen. War nur ein Witz, ich bin's, Kleen! Ah! Du bringst mich um, Little Green. Jetzt komm, wir müssen den Drachen beschwören. Also, eigentlich ist die Lage gar nicht so schlimm. Ich meine, klar, ich habe mehr Menschen sterben sehen als die meisten in meinem Alter. Oder als die meisten Menschen überhaupt. Allerdings kenne ich auch nicht wirklich jemanden in meinem Alter. Meine besten Freunde sind ein 26-jähriger Zwerg und ein großer grüner Außerirdischer, der permanent schlägt. Trotzdem noch immer besser als mein Vater. Sie sind immerhin für mich da. Huh, wo kam das denn her? Hey, Son Gohan! Hä? Huh? Das klang nach Krillin. Wow, du hast ihn ja wirklich schnell gefunden. Ja, Little Green kam gerade vom Oberältesten zu uns. Er kann uns dabei helfen, den Drachen zu beschwören. Klasse, ich gehe Vegeta holen und... Nein, siehst du? Das ist das Beste! Wir werden es Vegeta nicht erzählen. Das klingt nach einer sehr gefährlichen Idee, die ganz schnell eskalieren könnte. Nun, wir können die Wünsche entweder für uns nutzen oder die Wünsche Vegeta geben. Und um ehrlich zu sein, denke ich nicht, dass Vegeta loyal gegenüber Team Three Star ist. Weißt du, ich muss dir was erzählen. Der Name klingt nicht besonders gut. Wieso hast du mir das nicht eher erzählt? Ich dachte von Anfang an, dass er schlecht ist, aber niemand hat was gesagt. Lass uns einfach den Drachen beschwören und nach Hause fliegen. Ja, okay, was auch immer. Erst die Unsterblichkeit... Dann die Bitches. Wir haben es geschafft! Mal wieder! Aber diesmal wirklich! Nun muss Little Green nur noch den Drachen beschwören und dann bekommen wir endlich unseren Wunsch! Hey, ist das Freezer? Nein. Ich denke, das ist Freezer. Nein, das ist er nicht. Ja, das ist mit Sicherheit Freezer. Ruf ihn! Verdammt, hör auf zu stottern und ruf endlich den Drachen! Grundgütiger, euer Drache ist auf Steroide. Chocorunga, ja, Divo, Meiji. Alles klar! Endlich bekommen wir unseren Wunsch! Der Drache sagt, ihr bekommt drei. Warte mal, wir bekommen drei Wünsche? Das ist der Hammer! Ich möchte einen 90 cm langen... Hört auf, Zeit zu verschwenden und wünsch diese Idioten von meinem Planeten! Heilige Scheiße, ich höre eine Stimme in meinem Kopf! Sagt sie dir, dass mein Name Dende ist? Schweig, Little Green! Die Stimme spricht zu mir! Hier ist Meister Kaio! Wünsch dir, dass diese Typen wieder leben, bevor ich mich umbringe! Warte, können Götter Suizid begehen? Ich bin kurz davor, es zu versuchen! Alles klar, Little Green! Benutze den ersten Wunsch, um unsere Freunde wieder zu beleben! Der Drache kann nur eine Person pro Wunsch wiederbeleben. Oh... Meister Kaio, er sagt, wir können nur eine Person pro... Ich hab's gehört! Das bedeutet, einer von uns muss zurückbleiben. Wünscht nur mich zurück. Hören wir doch erstmal, was Yamchu dazu sagt. Es interessiert niemanden, was Yamchu denkt. Hört zu, wenn ihr mich zurückwünscht, kommt auch Gott wieder zurück. Dann könnt ihr seine Dragon Balls nutzen, um diese Idioten zurückzuwünschen. Womit wir zwei weitere Wünsche übrig hätten. Wünschen wir ihn nach Namek. Warte, was? Little Green, wünsche unseren Freund Piccolo zurück mit unserem ersten Wunsch und mit unserem zweiten Wunsch hierher nach Namek. Wartet mal eine Sekunde, das ist eine sehr schlechte Idee. Er ist auf Namek. Warte, wo ist der? Auf Namek. Du Vollidiot! Wieso hat er ihn nicht hier hingebracht? Ihr müsst genauer sein. Oh, es ist also wie bei einer Affenpfote. Du musst genau aufpassen, was du sagst, wenn du deine Wünsche aussprichst. Ich muss pinkeln! Gott, ich hab verschlafen. Es ist schon nachts. Zum ersten Mal, seitdem ich hier bin. Auf einem Planeten mit drei Sonnen. You motherfucker! Ah, meine Ohren! Also, was machen wir jetzt mit dem dritten Wunsch? Nun, wenn sonst keiner eine Idee hat, will ich meinen 90 cm lang... Hey!
Was geht ab, Leute? Ich werde niemals mein Sandwich bekommen. Also was macht ihr? Was wir machen? Was macht ihr? Nicht viel. Meine Pläne vereiteln? Meine Pläne vereiteln? Tut ihr's? Ja. Ich werde euch verflixt nochmal umbringen. Aber zuerst werdet ihr mir meinen Wunsch nach Unsterblichkeit erfüllen. Ansonsten bring ich ihn um. Warte, er ist der Einzige, der dem Drachen sagen kann, welche Wünsche wir haben. Dann hab ich ja nichts zu verlieren. Was auch immer. Gute Antwort. Jetzt fang an zu wünschen. Ich spüre, dass sie endlich den Drachen beschworen haben. Wäre ziemlich arschig, genau jetzt abzukratzen. Don Purunga, Nabka Kun Jafrak! Ist das normal? Nein, er ist tot. Das heißt, der Oberälteste ist auch tot. Dein Verlust tut mir sehr leid, Little Green. Jemanden muss es ja. Das macht keinen Unterschied, versteht ihr das nicht? Wenn mein Wunsch nicht von ihm erfüllt wurde, bin ich nicht unsterblich. Und Freezer wird... Er wird... Oh nein, lasst euch von mir nicht stören. Ich bitte darum. Gebt mir ein paar Ideen. Oh, ganz großes Kino, ich lebe wieder. Oh, ihr seid's. Hallo Gott. Mr. Popo, was gießt ihr da? Gras. Was für ein Gras? Gras. Ich werde es nicht wegschmeißen. Machst du Witze? Das Zeug ist perfekt für meinen grünen Star.